So, da bin ich mal mit einem ganz anderen Video. Das wollte ich schon mal vor langer Zeit machen, und zwar wie man die Karten wieder an die Bandai-Figuren dran kriegt, wenn sie dann abgebrochen sind. So ist es mir schon oft gegangen. Aber wenn ich welche neu kaufe, lasse ich die Karten gleich dran als Sammler. Nur wenn ich was gebraucht kaufe und der Vorbesitzer hatte die abgemacht, habe ich meine kleinen Methoden, um die wieder dran zu kriegen. Und ich sage euch gleich, wenn ihr ein besseres Video dazu sehen wollt, guckt euch Rich Eso sein Video an. Wenn es euch nicht stört, dass es auf Englisch ist. Aber naja, ich verlinke es mal. Ja, jetzt will ich in dem Video mal zeigen, wie man die wieder dran macht. Habe ich hier die kleinen Etiketten. Also die habe ich nicht in den Laden gefunden, habe ich sie mir mal im Internet bestellt, 5 Euro. Mach mal eins ab. So. Ach übrigens, ich wollte das Video schon länger machen, aber ich bin jetzt wieder dazu gekommen bei Kevin Luppert. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, das interessiert hat. So, fädelt mal hier durch. Dann sucht man sich ja das Einstichsloch, wo das eigentlich dran war. Hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und dann erhitzt man das mit dem Föhn, dass es schön weich wird. Und bei den schönen kleinen, weicheren Bandai-Figuren muss man das nicht lange machen, nur ein paar Sekunden. So, jetzt ist er schön weich. Dann nimmt man sich, ich habe dazu so eine kleine Stecknadel, und da piekse ich dann das Loch etwas auf, damit man das dann das reinmachen kann, aber die Nadel sollte nicht so dick sein, das macht man es noch kaputt. So, nimmt man sich das. Und steckt das ins Loch. Und... Ah, scheiße. Noch einmal. Jetzt. Ist fast drin. Jetzt muss ich nur noch den kleinen Bippel hier reinkriegen. Und... Ja, ist manchmal schwierig. Bei manchen geht es einfach, bei manchen nicht. So. Und es ist drin. Eigentlich. Nehme ich mir jetzt noch wieder den kleinen Stocher hier und piek's noch mal rein. So, jetzt ist es drin. Ja, hält. So, das war der Godzilla 54. Karte ist wieder dran und hält super. Das sind jetzt nicht dieselben wie bei den Original-Bandai-Figuren. Die sind ein bisschen mehr offen. Aber so sehen eigentlich fast gleich aus. So, ich mach mal noch eine. Ich glaube nicht, dass man hier jetzt viel erkannt hat. Bei denen habe ich ihn auch nochmal abgemacht. Bei Kamera. Dann machen wir dasselbe noch einmal. So, hier ist das Loch. Ich habe ihn schon erhitzt mit dem Föhn. Da ist es. So, da nimmt man sich jetzt wieder sein kleines Etikett. Muss schnell machen, da es nicht wieder so schwierig wird. Da ist wird ja dann wieder hart, das Vinyl. Deswegen war es gerade so schwierig. So, dann seht ihr hier das Einstichsloch. Und gleich habe ich's. Fast ist es drin.
Und jetzt sieht man, dass es noch nicht ganz drin ist. Guckt aber nur noch ein kleiner Nippel raus. Dazu nehme ich. Ah, scheiße. Dazu nehme ich mir hier wieder mein kleines Stocherding. Und das ist drin. So. Das war Gamera und ich glaube, das reicht jetzt auch. Prinzip ist immer dasselbe. Bei manchen geht es schwierig, bei manchen geht es einfach. Und ja, dann war es mal wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.